Moin moin und herzlich willkommen bei Audio Steps. Ich bin André Maserati. Heute geht es weiter mit dem fünften Teil Zero to Snapshots. Ich habe gerade auf Facebook gelesen, da hat ein User gefragt, ob es denn wie in Cubase möglich sei, Audio-Samples an Nulldurchgängen zu schneiden. Und genau das geht jetzt auch in Studio One 4.5. Wozu kann das wichtig sein? Jetzt in diesem konkreten Beispiel, wenn man Audio-Samples schneiden möchte, mitten in der Wellenform, dann kann es sein, wenn dies nicht am Nulldurchgang passiert, dass dann Knackser entstehen. Diese Option finden wir in der Toolbar von Studio One hier oben unter Raster und dann haben wir die Möglichkeit, an Nulldurchgängen ausrichten zu selektieren. Und jetzt habe ich gerade das Schneidewerkzeug aktiv und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen nach links scrolle, dann sehen wir, dass sich das Raster immer an den Nulldurchgängen ausrichtet. Mit einem Doppelklick können wir das dann einfach hier schneiden. Und so haben wir saubere Cuts innerhalb der Wellenform. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit anderen Werkzeugen. Wir können zum Beispiel mal das Bereichsauswahlwerkzeug nehmen und dann einfach von einem Nulldurchgang bis zum nächsten Nulldurchgang markieren.